Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute nehme ich euch mit durch meine tägliche Putzroutine. Das sind alles Sachen, die ich morgens mache und die ich wirklich täglich mache. Anfangs hatte ich wirklich eine Liste mir ausgearbeitet, die ich dann in eine Klarsichtfolie gesteckt habe. Und dann habe ich das immer mit einem Folienstift abgehakt, was ich alles erledigt habe. Einerseits vergisst man dann nichts und es ist auch super motivierend, wenn du dann irgendwann hast du die Hälfte geschafft. Und deswegen, ich finde, wenn dann irgendwie nur noch 2, 3 Punkte fehlen, will man die auch unbedingt erledigen. Und so fand ich diese Liste am Anfang super hilfreich. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Aber ich schreibe euch trotzdem alles, was ich mache, einmal unten in der Beschreibung auf. Auch für den Fall, dass ich irgendwas jetzt vergesse zu filmen oder zu erwähnen. Ja, und ansonsten starten wir jetzt einfach. Viel Spaß! Ich beginne mit der Wäsche. Ich mache das meistens schon direkt nach dem Aufstehen, aber fürs Video jetzt ein bisschen später, damit ich das auch mit abfilmen kann. Ich wollte nämlich einmal so ein bisschen zeigen, wie ich das sortiere, nämlich nur nach hell und dunkel. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt, dass ich mir jetzt nicht die Mühe mache, noch schwarze oder weiße Sachen irgendwie gesondert zu waschen, sondern wirklich nur hell-dunkel. Auf den dunklen Stapel kommt dann auch alles mit drauf, was potenziell abfärben könnte. Also auch wenn die Sachen nicht ganz so dunkel sind, aber alles, was ja eventuell die helle Wäsche verfärben könnte, mache ich auf den dunklen Stapel. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wo man so ein bisschen aufpassen muss, ist, finde ich, wenn man so weiße Spitzenunterwäsche hat. Also so Spitze nimmt, ja, also die nimmt halt die Farbe recht schnell an. Also die wasche ich dann, da achte ich dann noch mehr drauf, wenn ich sowas mal in der Wäsche habe. Aber allein aus dem Grund kaufe ich mir lieber dunkle Unterwäsche. Nun ja, und ich habe 2 Waschmaschinen. Die sind dann relativ zeitgleich meistens fertig und es ist super praktisch. Ich würde es auch mit einer Maschine schaffen, so nacheinander zu waschen, aber so geht es natürlich deutlich schneller. Und wenn man den Platz hat, warum nicht? Mit 6 Personen fällt halt viel an. Damals ja noch die Stoffwindeln, die wir ja aktuell nicht mehr so oft benutzen, weil mein Sohn die nur noch nachts braucht. Genau, und das Grüne ist da übrigens so ein Gummilätzchen, das färbt halt nicht ab. Deswegen habe ich das jetzt bei der hellen Wäsche mit reingeworfen, was ihr da gleich seht. Genau, und dann mache ich die Maschine einmal an. Weiter geht's jetzt oben im Badezimmer bei uns. Ich habe ja 2 Bäder, beziehungsweise ein WC und ein Bad. Und damit nicht überall die Putzmittel rumstehen, habe ich diesen Trolley mir gekauft. Ich verlinke euch auch alles in der Infobox, was ich euch zeige und was ich empfehlen kann. Und hier habe ich immer mein ganzes Putzzeug drin, was ich so brauche. Und das trage ich dann durchs Haus und stelle es dann hinterher wieder zurück in den Hauswirtschaftsraum. Und ich habe aktuell hier drin einfach einen WC-Reiniger. Den kaufe ich auch erst nach, wenn er wirklich komplett leer ist, damit ich nicht in irgendwelchen Schränken noch Putzmittel stehen habe, von denen ich vielleicht dann nichts weiß oder die ich dann vergesse. Dann habe ich hier noch einen Allzweckreiniger. Den brauche ich nicht so oft, weil ich nicht selber wische. Das macht bei uns größtenteils, machen das die Wischsaugroboter. Dann, ja, da habe ich mich selber bei YouTube anfixen lassen. Und zwar hauptsächlich geht es um diese Paste, The Pink Stuff. Und ich bin drauf gestoßen, weil ich... Mir ging es darum, weiße Turnschuhe wieder weiß zu kriegen. Und da bin ich auf diese Paste gestoßen und habe mir die bestellt. Und ich liebe die wirklich sehr. Also das ist ein ganz großartiges Zeug. Immer wenn irgendwo was nicht abgeht, hole ich mir die jetzt und dann geht es ab. Also es ist wirklich beeindruckend. Zum Beispiel haben wir jetzt bei unserer Treppe die Teppichmatten abgemacht, weil mir das, ja, weil es vom Reinigen her schwieriger ist, als wenn man einfach nur die Holztreppe hat. Dann hatte ich diese Klebereste und habe das schon mit so einem Schaber, mit so einem Kochfeldschaber und mit allem möglichen Zeug geschrubbt und gebürstet. Und die Klebereste gingen hiermit ab. Ich war selber erstaunt. Ich dachte mir, dann probierst du es halt mal. Aber dass das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Und davon gibt es auch so ein Spray, das ist auch sehr, sehr gut. Ich habe das auch schon in der Toilette benutzt, wenn man da irgendwelche Ablagerungen hatte vom Kalk oder so. Und das, also das ist wirklich... Kann ich echt nur empfehlen, es ist richtig toll. Und ansonsten habe ich ja meinen selbstgemischten Badreiniger. Das ist im Prinzip einfach nur eine kleine Tasse Essig, so eine ganz kleine Kaffeetasse, nicht mal so ganz voll. Und dann ist es mit Wasser aufgefüllt. Das ist eine 500 ml Flasche.
Ich finde es einfach sehr ästhetisch und ich kaufe ja auch keine Putzsprühflasche, deswegen habe ich mir so eine Glasflasche bestellt. Freue mich auch immer, wenn ich die benutze, wenn ich die in der Hand habe, weil es einfach total schick ist. Und ja, fülle die immer wieder nach, bin damit sehr zufrieden. Man kann auch ätherische Öle reinmachen, aber das verfliegt ja auch alles sehr schnell und ich brauche das gar nicht. Also mich stört es nicht. Ich habe unten so einen Diffusor, der so ein bisschen, wo ich Duftöl reinmachen kann. Das mache ich meist einmal am Tag an, dann riecht es ja hier auch schön. Und deswegen reicht mir das völlig mit diesem Essigreiniger. Damit mache ich, ja, in der Küche habe ich das auch, damit mache ich alles. Dann habe ich in meinem Körbchen noch verschiedene Lappen. Einmal nehme ich hier diese ganz einfachen, billigen, das sind so eine, ich glaube, die heißen immer Küchentücher. Die nehme ich für die Toilette, weil die einfach nicht viel Platz wegnehmen, die sind günstig und dann kann man die auch jedes Mal einfach danach waschen. Da kann man sich irgendwie 10, 20 Stück besorgen und dann kommen die bei mir in die 90-Grad-Wäsche und dann habe ich jeden Tag quasi einen neuen Lappen. Ja, fürs Waschbecken unspektakulär. Ich zeige euch nachher noch meinen Küchenlappen, der ist grandios, den werde ich mir auch noch bestellen für die anderen Räume. Und zum Nachtrocknen habe ich dieses Mikrofasertuch, was ich auch sehr, sehr liebe. Es ist schon, sieht schon ein bisschen abgenutzt aus, aber es ist auch eine ganz große Empfehlung, verlinke ich euch auch gerne. Und nein, es ist nicht dasselbe, wie es bei DM gibt. Das bei DM ist viel, viel fester. So, das habe ich nämlich von irgendwie mal gehört. Bei DM gibt es das ja viel günstiger und dann habe ich es mir gekauft und das ist echt nicht so schön. Die sind ganz weich, da kriege ich alles streifenfrei mit sauber. Da brauchst du für, wenn du ein Fenster putzt, nicht mal einen Glasreiniger. Das kannst du mit Wasser machen oder einen Spiegel abwischen. Also ganz, ganz große Empfehlung. Und passend zu dieser Paste habe ich mir solche Schwämme bestellt. Das sind so kratzfreie Schwämme und auch super. Passt nämlich auch genau hier oben so rein, wenn man so eintauchen möchte. Und da, ja, da kriegt man, also mit diesen beiden Sachen in Kombination habe ich die Klebereste zum Beispiel abgeschrubbt. Oder wenn mal an der Wand irgendwie was ist, dann habe ich hier so ein, das nutze ich mit einem Swiffer fürs Bad, aber das ist halt waschbar, ne? Diese Swiffer-feuchten Tücher, die taugen einfach nichts, das ist Geldverschwendung und die passen da auch gut drauf, die sind waschbar und das nutze ich hier oben fürs Bad, wenn ich nochmal schnell überwischen will und mir nicht meinen großen Wischeimer holen möchte, mache ich das nur einmal nass im Waschbecken, benutze das, genau, und einmal Handschuhe, damit meine Hände, ja, geschont werden, damit die Haut nicht so gereizt ist und dann habe ich noch so eine Bürste, so eine Ultraschall-Reinigungsbürste mit verschiedenen Aufsätzen hier drin. Wenn da irgendwo eine Ecke ist, wo man nicht drankommt, das finde ich ist gut, aber das ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss. So oft muss ich das dann doch nicht, oder aber gerne doch fürs Schuhputzen tatsächlich. Da hatte ich es mir, glaube ich, auch bestellt für, dass man so die Schuhe damit putzt, das geht ganz gut. Aber wie gesagt, muss man nicht haben, aber ich benutze es ab und an. So, jetzt geht's los. Im Badezimmer putze ich täglich die Toilette und das Waschbecken und ich wische bzw. lasse auch immer die Böden einmal wischen. Ja, da hat man ja doch ein paar Krümel oder Haare oder Wasserflecken. Genau, die Toilette habe ich ja schon gezeigt, wasche ich mit oder putze ich mit meinem Küchenlappen. Also es ist nicht mein Küchenlappen, ihr wisst, was ich meine. Sprühe das ein, wische es einmal ab, dann wasche ich den Lappen und wische es nochmal ab. Auch die Halterung von der Klobürste mache ich mit sauber, beziehungsweise wasche die einmal, spüle sie einfach einmal aus, mache sie nicht gründlich sauber, aber spüle sie einmal aus. Und auch die Toilette mache ich natürlich die Kloschüssel einmal sauber. Ja, und dann geht es nachher weiter mit dem Waschbecken. Falls ihr mal an der Toilettenbrille solche gelben Verfärbungen habt vom Urin, kriegt ihr das super ab mit Backofenreiniger. Das wissen wahrscheinlich die meisten schon, aber es geht wirklich so grandios. Also es kann ein Schaum sein, es kann ein Spray sein. Ihr sprüht es einfach drauf, lasst es einwirken, 10, 15 Minuten. Und dann könnt ihr es ganz, ganz leicht abwischen, ohne Schrubben, ohne alles. Was ich bei meiner im Bad generell auch super finde, ist, wenn die Toilettenbürste an der Wand hängt, dann muss man nicht so viel hochräumen. Das habe ich unten zum Beispiel noch, da steht sie auf dem Boden. Das werde ich aber auch demnächst ändern. Und das macht sich halt beim Wischen deutlich leichter und schneller. Thank you.
Waschbecken würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man einfach nicht so viel stehen hat und dass man sich da auch im Bad genügend Stauraum schafft. Bei uns macht der Spiegelschrank ganz viel aus. Der ist super praktisch. Ist natürlich, wäre es vielleicht noch schicker, so ein flacher Wandspiegel, aber der Spiegelschrank ist super. Der ist von Ikea, der ist aber auch schon viele Jahre alt. Den haben wir, glaube ich, schon 13 Jahre oder so. Und der ist super, da passt alles rein und steht halt nichts rum. Und dementsprechend kann man hier super schnell drüber wischen. Und ich würde euch empfehlen, zum Beispiel beim Zähneputzen morgens und abends auch dann immer alles im Bad nebenbei wegzuräumen. Es sind ja 2-3 Minuten, wo man eh rumsteht meistens. Und dann kann man ja nebenbei auch ein bisschen das Zeug wegräumen, was so rumsteht. Und dann geht das Putzen eben super schnell. Und ihr seht hier auch meinen Seifenspender, der an der Wand hängt. Das ist auch eine super Sache und sehr, sehr praktisch. Ich muss nichts hochnehmen. Und der bleibt tatsächlich auch sehr, sehr sauber. Also ich muss auch den Seifenspender selber nicht sauber machen. Und ja, auch mit unseren Naturstein-Waschbecken bin ich sehr zufrieden. Nur so nebenbei, vorher hatten wir so ein ganz großes weißes komplett, was so komplett rüber geht, so ein Waschbecken. Und das war deutlich ja, anfälliger. Und bei den schwarzen Steinbecken sieht man gar nicht so viel. Aber ja, an den Wasserhähnen am ehesten und deswegen mache ich das halt jeden Tag mit. Hier noch das Töpfchen einmal mit abwischen, mit dem Toilettenlappen. Ja, manchmal geht mein Sohn ja auch alleine auf Töpfchen und dann wäscht man es nicht gleich aus oder so. Und ja, deswegen muss das auch jeden Tag einmal richtig ausgewischt werden. Ja, und dann bin ich auch fast fertig. Ich wische auch die Fronten einmal ab vorne, weil da sind einfach immer sehr viele Fingerabdrücke und ich wechsle auch jeden Tag das Handtuch, das Händehandtuch, also womit wir uns die Hände abtrocknen. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Ich räume jetzt oben nur noch kurz den Flur ein bisschen auf. Das war ja nicht so viel. Und dann kann der Staubsauger jetzt hier nämlich fahren und saugen und wischen. Der fährt immer im Flur und im Bad. Das macht er auch dreimal am Tag. Hier seht ihr noch kurz, wie ich die Treppe wische. Das Ende davon zumindest, weil die Hose zu kurz war, um es komplett zu zeigen. Was ihr auch noch seht, ist hier unser Treppenkorb. Da kommt immer alles rein, was von unten nach oben soll. Das ist super praktisch. Dann liegt das nicht immer alles einzeln auf der Treppe. Ja, dann geht es auch unten im Bad direkt weiter. Ja, mit der Toilette ist ja im Prinzip dasselbe wie oben. Also Toilette und Waschbecken. Wie gesagt, Dusche, Badewanne, sowas mache ich alles nicht. Was ich hier euch gleich noch zeige, was ich auch sehr, sehr liebe, ist unser spülrandloses WC. Also das ist wirklich, hat keinen Rand und das ist wirklich sehr, sehr praktisch und lässt sich dadurch deutlich besser reinigen und ja, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Würde ich immer wieder nehmen. Also falls ihr mal eure Toilette wechselt oder ein Haus baut oder so, dann. Aber ich denke, mittlerweile werden wahrscheinlich die meisten Toiletten sowieso alle so aussehen. Jetzt ist das Bad unten auch fertig und die schmutzigen Lappen können dann jetzt auch direkt in meinen Schmutzbehälter. Ich habe ja einmal sauber und schmutzig für Putzlappen, die ich dann bei 90 Grad auswasche. Das ist jetzt ein bisschen voll gerade, weil ich einen neuen Küchenlappen habe, beziehungsweise neue Küchenlappen. Und
Die sind so genial, die zeige ich euch nachher auch nochmal. Und ich benutze das alles jetzt nicht mehr, definitiv nicht mehr. Also deswegen kann das aussortiert werden. Und deswegen liegen da meine alten Küchenlappen, weil ich die nicht mehr benutzen werde in der Küche. Und dann muss ich mal schauen, irgendwas werde ich wegschmeißen müssen, weil das ist natürlich ein bisschen vollgeproppt jetzt alles. Aber ja, mit dieser Sortierung bin ich auch super zufrieden. Einmal schmutzig, einmal sauber. Dann mache ich jetzt im Schlafzimmer noch das Bett einmal. Das machen wir auch jeden Tag. Das ist mir auch super, super wichtig. Ich finde, wenn man da dann irgendwie tagsüber ins Schlafzimmer geht und da sieht alles so zerwurstelt aus, das mag ich, mögen wir gar nicht. Also ich finde das viel schöner, wenn es aufgeräumt ist. Es ist einfach ein großer Gegenstand oder ein großes Möbelstück, das Bett. Und wenn das ordentlich aussieht, macht das super viel aus. Und ja, ich mag das aber auch gerne, so wie die Tagesdecke raufzulegen und die Kissen. Ja, das Bett von meinem Sohn hatte ich heute Morgen abgezogen. Der hatte so ein bisschen eingepullert. Und für die Küche habe ich auf meiner Liste stehen, dass ich immer morgens den Geschirrspüler aus- bzw. einräume, je nachdem, was gerade anfällt. Heute war der fertig und dann musste ich ihn ausräumen. Ich musste auch noch ein paar Sachen mit der Hand abwaschen. Ja, es kann ja nicht immer alles in den Geschirrspüler. Jetzt habe ich da irgendwie ein paar Holzdeckel und eine Gusseisenpfanne, eine Blumenvase, sowas. Und das wasche ich jetzt nochmal schnell ab. Das habe ich auch nicht jeden Tag. Und das wäre auch was ich am ehesten mal skippen würde, wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dass ich das einfach in die Spüle stelle, wenn ich es mal irgendwie gar nicht schaffe. Ja, hier zeige ich euch jetzt auch direkt meine wundervollen neuen Küchenlappen, die ich extrem liebe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ich finde sie einfach so grandios. Ich hatte immer total die Probleme mit meinen Küchenlappen. Ich wollte keinen Mikrofaserlappen, weil sich ja Mikroplastik ins Wasser einfach spült. Und klar, ich finde es jetzt nicht dramatisch, aber wäre halt schön, wenn man drauf verzichten kann. Und so habe ich dann angefangen, mir Baumwolllappen zu kaufen. Und das war, die ließen sich schlecht ausfringen. Die waren immer so klitschenass. Und dann haben die auch entsprechend schnell gerochen, gerade wenn du die einmal irgendwie liegen lässt oder die Kinder und waschen die nicht aus und hängen den auf, dann riechen die super schnell. Das mag ich ja gar nicht, ne? Das ist ja wirklich, wenn der Lappen so müffelt, auch wenn ich die wirklich ganz oft wasche, also ich wasche den auch eigentlich jeden Tag, alle zwei Tage, genauso wie das Handtuch. Und trotzdem, wenn die Kinder das mal vergessen und der liegt irgendwo, haben die immer so schnell gerochen. Nun ja, und jetzt habe ich diese Lappen. Die sind wenn man denkt, das ist irgendwie eine Kunstfaser, ist es aber nicht. Das ist auch eine Naturfaser, kein Plastik. Und die sind so toll. Ich sag's euch, ich habe ja so eine glänzende Arbeitsfläche und das ist gar nicht so leicht, die sauber zu machen. Da ist, ja, es ist wie ein Spiegelputzen eigentlich. Und damit geht es super. Ich muss gar nicht immer nachtrocknen bei vielen Flächen. Das hinterlässt keine Schlieren und es ist auch nicht doll nass. Und dieser Lappen riecht nie. Also er riecht nie. Ich muss mich wirklich daran erinnern, ihn zu wechseln. Egal, ob ihr den jetzt nass liegen lasst, der würde nicht stinken. Also der stinkt einfach mal überhaupt nicht. Und man kriegt den super ausgewrungen. Und der trocknet halt auch super schnell. Wenn er trocken ist, ist er so fest. Und also ich bin, dass ich diesen Lappen jetzt erst entdeckt habe, ich finde die so toll. Ich habe neulich sogar, das war irgendwie so ein 10er-Pack oder was, und ich habe sogar meiner Mutter einen mitgegeben, weil ich gesagt habe, die sind so toll, diese Lappen. Also wenn ich euch was ans Herz legen darf, und dann wirklich diese Lappen. Also ich verlinke euch das, die sind so, so schön. Dankt mir später. Aber das, falls ihr so die Probleme kennt mit dem muffigen Lappen und auch Schmutz am Lappen. Oh Gott, das ist jetzt voll das Werbevideo, aber es ist so toll. Ich will ja nur, dass ihr euch das bestellt und genauso begeistert seid. Ja, also auch Schmutz am Lappen. Der Lappen sieht auch immer sauber aus. Da ist auch, wenn ihr mal irgendwie Soße wegwischt, das kriegt man super ausgewaschen mit der Hand. Also ich muss den gar nicht in den Waschmaschinen dann tun. Das kriege ich so schnell ausgewaschen. Und der ist natürlich aber in der Waschmaschine waschbar bei 40 und ich habe ihn auch schon bei 60 Grad gewaschen.
über den Tisch, wische ich auch noch mal kurz drüber und danach ziehe ich einmal die Stühle auch ab vom Tisch. Einige Krümel wische ich dann einfach nur so runter und mache mir gar nicht die Mühe, die alle aufzunehmen. Und dann mache ich nämlich einmal eine Zonenreinigung. Das ist so abgespeichert bei unserem Staubsauger mit der App. Dann drücke ich einmal auf die Zone Esstisch und dann saugt er nur unter dem Tisch. Und wenn das geht ja ganz schnell. Und dann schiebe ich die Stühle gleich wieder ran. Und dann fährt er nachher nochmal komplett das Esszimmer, Küche, also Esszimmer, Küchenbereich ab, weil er nämlich zwischen unseren Stühlen unten nicht durchpassen würde. Und deswegen mache ich das immer so. Hier räume ich jetzt einfach noch so ein bisschen das Wohnzimmer auf. Da war ja heute nicht viel. Wir versuchen schon abends das dann wegzuräumen. Gerne natürlich dann mit den Kindern zusammen, dass wir abends nochmal aufräumen. Wir räumen auch immer gemeinsam den Tisch ab. Also die Großen helfen da immer mit, ob sie wollen oder nicht. Und ich finde, das gehört einfach zu einer Gemeinschaft dazu, dass alle mit anpacken. Und auch wenn es zum Beispiel bei kleinen Kindern nur ist, dass sie halt ihren Teller einmal in die Küche tragen, finde ich, ja, so fängt es halt an. Und ja, dann entfussel ich hier noch die Couch mit der Fusselsrolle. Irgendwie so heißt die. Und die ist echt richtig gut, weil so Tierhaare, die verheddern sich ja manchmal so richtig und dann kriegst du die auch mit dem Staubsauger so schlecht abgesaugt. So war das bei uns ganz oft, dass ich da mit allen möglichen Staubsaugerbürsten rüber bin. Und es hat irgendwie ja nicht so gut funktioniert und mit der Bürste geht das so schnell. Ich benutze die nachher auch noch mal im Esszimmer auf unserem, da haben wir so ein kleines, ja, so eine Bank gerade stehen, die hat einfach gerade keinen anderen Platz. Und ja, das ist echt Gold wert und das geht ja auch viel schneller als einen Staubsauger mir zu holen. Ich habe die Bürste immer im Wohnzimmer liegen. Ja, und dann mache ich mich an die Wäsche. Das ist die Wäsche von gestern, das ist so ein typischer Berg, ne? Zwei Körbe, zwei Waschmaschinen, die ich am Tag wasche. Und ja, so ein typischer Berg, der bei uns zusammenkommt pro Tag, ist ziemlich realistisch. Und ja, das sind ja nicht nur die Klamotten, ne? Da habe ich jetzt noch Stoffbeutel bei, dann ein Geschirrtuch, Handtücher. Und dann, wenn man dann nochmal irgendwie Bettwäsche mitwäscht, wir haben ja auch sechsmal Bettwäsche im Haus. Ja, also auf zwei Maschinen täglich komme ich schon. Ja, kaum zu glauben, ne? Und ja, leg das jetzt zusammen. Sortiere das hier direkt dann nach Räumen, also nach Kinderzimmern, nach Personen oder halt Badezimmer und legt es dann so sortiert in den Korb und mein Mann ist meist derjenige, der das dann wegräumt. Das ist so unsere Abmachung, dass ich Wäsche wasche, trockne, zusammenlege, bügel und er räumt sie weg. Klar, er macht auch mal irgendwie, dass er sie aufhängt oder was auch immer, aber meistens, ja, geht es so ganz gut, weil ich hasse das Wegräumen. Ich mag das nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das ist ja eigentlich das, was am schnellsten geht, aber ich mag das nicht wegräumen. So durch die Zimmer gehen und dann sind die Schränke vielleicht nicht aufgeräumt und dann ärgere ich mich bei den Kindern wieder und deswegen ja, macht er das bei uns. Ja, dann bin ich auch fertig soweit und habe hier schon mein Putzkörbchen neu bestückt mit neuen Lappen für morgen. Und jetzt hänge ich noch einmal die Wäsche von heute auf. Ja, normalerweise wäre sie natürlich noch nicht fertig, aber dadurch, dass ich meine Kamera zwischendurch laden musste und nicht alles an einem Stück leider filmen konnte, ja, ist die jetzt schon fertig. Und ich kann sie direkt raushängen. Ich trockne im Sommer so gerne draußen. Ich liebe das auch im Frühjahr, wenn so die ersten Tage sind, wenn du die Wäsche raushängen kannst. Das finde ich immer richtig toll. Wobei es mir jetzt, da war es auch an diesem Tag jetzt hier echt heiß. Also das ist dann manchmal schon so ein bisschen anstrengend, aber ich bin ja nicht so ein Sommerfan, muss ich sagen. Also so knallige Sonne, das mag ich nicht. Ich mag lieber Frühling und Herbst tatsächlich. So, das war's mit meiner täglichen Runde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, vergesst den Daumen bitte nicht. Das hilft mir hier sehr auf YouTube. Ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Wenn ihr meine wöchentliche Putzroutine gerne sehen möchtet, kann ich die gerne auch nochmal für euch abfilmen. Also Sachen, die ich nur einmal in der Woche mache und nicht täglich, meistens Montag. Montags, ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!